wieder mit dabei seid bei meinem neuen Schwangerschaftsupdate von der 13. bis zur 16. Schwangerschaftswoche. Und hier befinden wir uns in der aktuellen Woche. Also berichte ich euch über die 15. Woche, weil die 16. Woche habe ich heute erst gestartet. So, also, mein letztes Update war ja soweit, dass ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, wegen meinem kleinen Hämatom und meiner Blasenentzündung. Und soweit ja dann alles wieder in Ordnung war. Freitag musste ich dann auch wieder zur Kontrolle und das Hämatom war komplett weg. Also ich war mega glücklich und die Übelkeit wurde ein bisschen besser, weil mittlerweile waren so Tage dabei, so 3-4 Tage, wo ich einfach mal gar nicht spucken musste. Und das war wirklich so ein Highlight. Also da habe ich mich echt toll gefühlt. Habe mich dann auch mal wieder geschminkt und habe mich einfach gut gefühlt. Und ich wusste so langsam... jawohl, die Schwangerschaft und alles kann ich jetzt wieder genießen. Ich bin wieder mobil, mein Fuß wird Tag für Tag besser. Und ja, ich habe mich wirklich ganz doll auf die Zukunft gefreut und war wirklich so guter Dinge und wusste, es wird alles gut. Ja, leider Gottes habe ich mich aber zu früh gefreut. Am 16. hatte ich den Termin, war alles in Ordnung, 17., 18., 19., am 20.10. müsste das jetzt gewesen sein. Moment. Weiß man, sieht man hier gar nicht. Okay, also am 20.10., das war dann ein Dienstag, habe ich morgens, dann hatte ich, eigentlich hatte ich am 19. schon so Andeutungen, dass ich wieder einen Druck auf meiner Blase hatte. Und ich mir schon so gedacht, nein, nicht schon wieder. Also es waren einfach genau die Anzeichen da, die ich die Woche vorher schon hatte und ich dann ja ins Krankenhaus gekommen bin wegen der Blasenentzündung und dem Hämatom. Aber an dem Montag, und zwar am 19.10., das war wirklich ziemlich doll. Also ich musste, oh Gott, ich musste so oft auf Klo und es kam immer nur ganz wenig, immer so 3-4 Tröpfchen, aber meine Blase hat sich so angefühlt, als hätte ich da 5 Liter drin. Also ihr könnt euch das bestimmt vorstellen. Und von der Nacht vom 19. auf 20.10. hatte ich dann wirklich so dolle Schmerzen beim Drehen, richtig unten bei der Gebärmutter und bei der Blase und überhaupt, dass ich dann gesagt habe, nee, also ich gehe auf jeden Fall zum Frauenarzt. So, am Dienstag bin ich dann zum Frauenarzt. Leider war meine Frauenärztin nicht da, sondern nur meine Vertretungsärztin. Und ja, das, was sie da vorgefunden hat, war so ja, einer der größten Schocks, glaube ich, die ich so in meinem Leben, glaube ich, mitbekommen habe. Und zwar habe ich mich wieder auf diesen Stuhl gesetzt und wir haben wieder von unten geschallt, was eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr üblich ist. Also ich habe ja fast die 14. Woche da erreicht und man macht da eigentlich keine vaginalen Ultraschalls mehr, sondern nur noch Bauch-Ultraschalls. Aber trotzdem wollte sie von unten schallen, weil ich ja auch unten so einen Druck hatte. Ja, und was sie da vorgefunden hat, war echt nicht so cool, weil man hat einfach nur was Schwarzes gesehen, was sichelförmig um das Baby rumging. Und wenn ihr sowas auf diesem Ultraschall seht, erschreckt ihr und ihr würdet am liebsten ohnmächtig werden. Und zu mir meinte nur die Ärztin, ich muss ihnen leider sagen, dass sie ein riesengroßes Hämatom neben ihrem Baby liegen haben, was fast um ihr ganzes Kind rumgeht. So, das war die Aussage. Und mir liefen natürlich sofort die Tränen, weil wenn man das dann auch noch sieht. Also das Baby war zu dem Zeitpunkt 7 cm groß. In der Fruchthöhle und um diese Fruchthöhle herum war ein richtig schwarzes Hämatom und zwar 2 cm breit und 10 cm. Also wenn man das so komplett gemessen hat, es war riesig, es war wirklich riesig. Und das Problem ist einfach, dass oben die Plazenta und der Mutterkuchen sich befinden für die Versorgung fürs Kind und wenn das Hämatom den Mutterkuchen und die Plazenta abdrückt, stirbt das Kind. Das ist das Erste. Und das Zweite, dadurch, dass es so sichelförmig rumging, wenn das Hämatom anfängt abzubluten, endet es wahrscheinlich in einer Sturzblutung und dieses ganze Blut, diese ganze Menge an Blut reißt das Kind mit runter. So, das waren dann so Informationen, die du dann an dem Dienstagmorgen bekommst und du denkst dir einfach nur so, geil. Also nein, natürlich Ironie, also absoluter Schock. Und ich musste dann mich abholen lassen von der Frauenärztin und bin dann erstmal nach Hause. Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse mich sofort ins Krankenhaus einweisen, strikte Bettruhe, oder ich mache das daheim. Ich wusste, okay, ich mache jetzt im Krankenhaus wirklich nicht mehr wie daheim, also und andersrum auch. Also bin ich erstmal nach Hause gegangen und hatte nach 2 Tagen wieder einen Termin bei meiner Ärztin dann.
Also am Donnerstag, dann in der 14. Woche, da war ich dann 13 plus 1. Und ja, lag daheim wirklich die 2 Tage nur und hatte auch Finn wieder nicht, hatte ihn wieder zu meiner Schwiegermutter und habe ihn nicht getragen. Ich bin nur aufgestanden, um aufs Klo zu gehen. Und genau deswegen hatte ich auch so einen Druck auf die Blase. Das war nämlich das Hämatom. Ich hatte keine Blasenentzündung, sondern ich meine durch das Baby. Das Baby hatte ja schon eine Größe und dann dieses fette Hämatom. Ja, das drückt natürlich alles unglaublich auf die Blase. Und ja, genau, am Donnerstag bin ich dann zu meiner Ärztin gegangen und die hat dann ebenfalls wieder geschallt von unten und hat mir dasselbe gesagt. Und sie war sich dann so ein bisschen unsicher, weil sie gesagt hat, es könnte eigentlich auch ein Zwilling gewesen sein, also dass es eine Fruchthöhle ist, weil einfach dieses Schwarze genau dieselbe, also es hat wie die Fruchthöhle ausgesehen, dieses Hämatom eben. Und also die waren sich alle so unsicher, ist das jetzt wirklich ein Hämatom oder ist das eine zweite Fruchthöhle? Aber ich denke mir, wieso sollte auf einmal eine Fruchthöhle, so eine große Fruchthöhle da sein? Die war ja die ganze Zeit nicht da. Also ich habe das jetzt in den letzten Videos ja immer wieder erwähnt. Auf den ganzen Ultraschallbildern hast du ja nie irgendwie eine zweite Fruchthöhle gesehen. Also warum sollte auf einmal jetzt eine da sein? Ja, dann hat sie vom Bauch aus geschallt und da sah das Ganze nicht so schlimm aus. Ganz klar, ich meine, wenn du vaginal schallst, dann sieht das Ganze viel größer und wuchtiger aus und wenn du das schallst, dann siehst du im ersten Moment nur dieses Hämatom. Und vom Bauch aus hast du wirklich schön gesehen, es ist gar nicht so, also es ist groß, ja, aber es sieht nicht so schlimm aus wie vaginal. Da habe ich dann mein nächstes Ultraschallbild bekommen, das blende ich euch jetzt mal ein. War einfach mal wieder so eine Aufmunterung. Also dem Baby ging es die ganze Zeit super und es hat vom Hämatom nichts mitbekommen. Man sieht da ganz cool die Hand. Sieht ein bisschen gruselig aus, wenn man da so den Knochen sieht. Hat auf jeden Fall schön gewunken. So ein Bild haben wir von Finn auch. Fand ich ganz cool, dass wir jetzt auch vom zweiten Baby so eins haben. Und ja, das hat mich dann auch wieder so ein bisschen aufgemuntert, wenn man dann so ein Foto mit heimbekommt. Aber ich habe natürlich nicht nur dieses Foto mit heimbekommen, sondern ich habe auch eine Überweisung ins Krankenhaus mit nach Hause bekommen. Ja, weil meine Frauenärztin gesagt hat, sie möchte eine zweite Meinung haben. Sie will das einfach nicht alleine verantworten und möchte gern, dass ich ins Krankenhaus gehe. Also bin ich nach Hause, habe mich geduscht. Ziemlich schnell, weil ich da durfte eigentlich gar nicht wirklich lange stehen, ne? Und durch das Duschen habt ihr ja einen enormen Druck nach unten. Und dann habe ich mich schnell geduscht, habe meine Tasche gepackt, weil ich wusste, ich musste eh wieder drin bleiben. Und dann sind wir wieder am Abend ins Krankenhaus mit 3 Stunden Wartezeit. War nicht so toll. Aber naja, ging nicht anders. Waren ziemlich viele Notfälle an dem Tag. Ich glaube, an dem Abend waren es 4 Geburten oder so. Und ja, wie gesagt, ist nicht so ein großes Krankenhaus hier. Ja, und auch da wurde dann geschallt und da war dann sogar der Oberarzt dabei. Und die haben dann gesagt, nee, da ist, also das ist keine zweite Fruchthöhle, das ist ein riesengroßes Hämatom. Und sie möchten, dass ich da bleibe. Und jetzt kommt so eine Hammeraussage, die ich dann erhalten habe, weil das geht dann schneller, wenn sie hier sind. Und ich so, was geht schneller? Ja, wir können sie dann schneller in den OP schieben zur Ausschabung. Ich so, na dann. Also sowas einer Schwangeren in der 14. Woche am Kopf zu knallen, das war der Hammer, Leute. Also wenn du sowas hörst, denkst du einfach so, ach na dann, es geht schneller, dass ich in den OP will. Also sowas willst du natürlich nicht hören, aber oder man kann das auch ein bisschen anders verpacken, finde ich. Also das war wirklich knallhart. Ja, und dann habe ich wieder eine Nadel bekommen und wie immer halt und wurde dann wieder eingeliefert, also in mein Zimmer. Eingeliefert, das klingt jetzt auch toll. Also ich wurde dann auf mein Zimmer gebracht und ich hatte ja keine Blutungen und nichts, also gar nichts. Ich wollte es nur noch mal anmerken, dass ich dieses Hämatom überhaupt nicht gespürt habe, außer dass ich einen Druck auf meiner Blase hatte und ich ständig aufs Klo rennen musste. Zu dem Zeitpunkt hat meine Übelkeit nur noch, ja, habe ich ja schon erzählt, also immer nur so ab und zu. Aber da muss ich schon fast sagen, war sie fast komplett weg. Da habe ich ja dann auch schon die 14. Woche erreicht gehabt. Deswegen wusste ich, ach, ist ja wie bei Finn. Also 14. Woche wieder erreicht und Zauberei, alles war wieder gut. Am nächsten Morgen im Krankenhaus kam die Visite, also die ganzen Ärzte. Und dann meinte der Doktor zu mir, ja, Sie dürfen nach Hause. Und ich, hä? Also gestern wurde mir noch was von Sturzblutung, Gefahr und Ausschabung erzählt und jetzt darf ich nach Hause. Ja, weil
Im Endeffekt, ich habe keine Blutungen und wie viele Wochen soll ich denn im Krankenhaus bleiben? Ich kann ja nicht warten, bis was passiert, so ungefähr. Also das möchte er nicht, weil das Ganze kann sich nämlich Wochen ziehen, weil dieses Hämatom hat eine Größe von 8 bis 10 Zentimetern. Sowas kann man nicht so richtig schön messen, weil man weiß nicht, wie weit es geht. Und eine Breite von 2 Zentimetern. Also es ist schon echt ein fettes Hämatom. Und ja, hat ja einfach gar nicht den Anschein gemacht, dass es jetzt irgendwie ab. So, kurze Unterbrechung. Genau. Also er hat dann gemeint, ich darf nach Hause und ich erstmal so, ich war etwas verwundert und dann ist er nochmal gegangen und ich wollte schon meine Sachen packen und dann kam er aber wieder und hat gemeint, ah, Fehlalarm. Ich habe mir schon gedacht, so, ich soll noch einen Tag länger da bleiben, das heißt bis Samstag. Also Donnerstag bin ich reingekommen, dann war Freitag und ich sollte bis Samstag da bleiben. Aber ich sollte laufen. Und zwar viel laufen, auch ein bisschen Treppen steigen, weil die wollten wissen, ob sich am Hämatom irgendwas verändert. Wird es größer oder ne, verrutscht es irgendwie? Und das wollten sie einfach wissen. Also bin ich an dem Tag kräftig gelaufen und gelaufen durchs Krankenhaus und Treppen hoch und Treppen runter. Hat natürlich nicht übertrieben. Und dann wurde am nächsten Tag geschallt und es hat sich gar nichts verändert am Hämatom. Es wurde nicht kleiner, es wurde nicht größer, gar nichts. Also durfte ich dann nach Hause gehen. Das war dann der Samstag und 13 plus 3. 13, oh Gott, das ist total kompliziert, wenn man das im Nachhinein so, also 14. Woche immer noch. Und dann durfte ich nach Hause. Aber mit der Anmerkung, ich muss immer zweimal in der Woche zum Frauenarzt. Manche finden das ganz toll. Aber ich muss ja leider wegen dem schlechten Grund immer zum Frauenarzt. Also ich muss ja immer wegen dieser Hämatomkontrolle zum Frauenarzt. Und genau, dann bin ich am Montag, da war ich dann 2 Tage zu Hause, bin ich morgens auf Klo, ganz normal, pinkel. Und beim Abwischen habe ich dann leider gesehen, dass ich Schmierblutung hatte. Hatte ich noch nie. Also es war braunes Blut. Braun. Aber ich wusste, das hat nämlich der Arzt im Krankenhaus gesagt, dass wenn das passiert, ich nicht sofort ins Krankenhaus muss, weil es ist logisch, dass das Hämatom irgendwie abgeht. Und ein Hämatom, also wenn das Blut gerinnt und dann wird es nochmal flüssig, dann ist das altes Blut. Und altes Blut ist richtig braun. Also das hat wirklich mit Blut eigentlich an sich gar nichts zu tun. Und ich hatte das noch nie und deswegen bin ich natürlich total erschrocken. Aber ich wusste, okay. Es ist ein gutes Zeichen. Anscheinend verabschiedet sich so langsam das Hämatom. Aber du musst natürlich aufpassen, dass die Blutung nicht so stark ist, so krass ist, weil es kann immer noch zu einer Sturzblutung kommen. War aber trotzdem ein Schock und ich wollte dann trotzdem zu meiner Frauenärztin und wollte es kontrollieren lassen. Meine Frauenärztin war wieder nicht da. Die war in der Woche krank. Und der Vertretungsarzt hat sich geweigert, mich anzuschauen. Er hat gesagt, ich soll bitte sofort ins Krankenhaus. Habe ich mir gedacht, nee. Also wegen der Schmierblutung und es war wirklich nur ganz wenig und es war beim ersten Toilettengang nur, danach war gar nichts in meiner Hose oder so, wusste ich, nee, dann warte ich jetzt einfach den einen Tag ab, weil am nächsten Tag war meine Vertretungsärztin wieder da. Gehe ich lieber zu der. So, dann war es Dienstag, also ich war dann 13 plus 6. Genau. Also fast 15. Schwangerschaftswoche. Und dann bin ich da, zu meiner Vertretungsärztin und habe ihr eben das erzählt mit der Schmierblutung und genau. Und soll mal bitte nachschauen hier, hämatommäßig, ob sich da irgendwas verändert hat. Hat sich aber gar nichts verändert, aber es war ja auch minimal die Schmierblutung. Nicht wundern, die spielen. Okay, so und dann muss ich jetzt mal überlegen. Ich habe mal den neuen. Genau. 29.10. Oh Gott, bin ich eigentlich schon über. Nein, 29.10. war ich dann 15. Schwangerschaftswoche, das war der Donnerstag, das heißt, ich war 14 plus 1. Hatte ich einen enormen Druck auf der Blase am Morgen und ich wollte aufstehen, wollte aufs Klo und es macht plopp. Ich so, nein, was ist denn jetzt schon wieder? Und ich stehe auf und gehe aufs Klo und schaue in meine Hose und es war alles braun. Leute, das klingt total eklig. Da bin ich wirklich total erschrocken. Es war Unmengen an braunem Blut. Und ich nur so, wow, okay, verdammt.
Und habe mir dann erstmal, ich glaube, 5 Binden reingelegt. Also bin erstmal duschen gegangen, dann habe ich mir erstmal 5 Binden reingelegt und dachte mir, okay, das beobachte ich jetzt. Wenn jetzt öfters dieser Schwall kommt, dann fahre ich sofort ins Krankenhaus. War aber nicht. Es war dann den ganzen Tag über mal ein Tropfen, mal ein Tropfen. Nach dem Toilettengang immer beim Klopapier, beim Abwischen war es halt wieder voller Schmierblutung, aber sonst war gar nichts. Und ich hatte dann am Freitag eben meinen Termin, deswegen bin ich am Donnerstag gar nicht hingegangen. Und habe dann das sofort berichtet meiner Frau und habe gesagt, ja, hier Schwall, großer Blutschwall, das Hämatom ist weg, bestimmt. Schauen Sie mal. Und die schaut und es hat sich nichts am Hämatom verändert. So was. Aber ich muss sagen, das Hämatom lag ganz anders. Also es lag nicht mehr um dem Baby rum, sondern es lag wirklich schön unterm Baby. Es hatte eine helle Farbe. Dieses helle ist einfach dafür, dass es geronnen ist schon, das Blut. Ja, und es lag richtig schön unterm Baby. Das heißt, es war ganz weit weg vom Mutterkuchen, ganz weit weg von der Plazenta. Und das Kind kriegt von dem Hämatom gar nichts mit, sondern es lag einfach nur weicher. Hat meine Frau jetzt gesagt, es liegt ein bisschen weicher. Und wie gesagt, es liegt schön unten am Muttermund, das Hämatom. Und es dauert immer so 3, 4 Tage, bis das Blut durch den Muttermund fließt und dann rauskommt. Und das sammelt sich alles über den Muttermund und deswegen ist es dann so eine Menge und dann schwallt es raus. Also alle 3 bis 4 Tage. Und so war es auch am 1.1. Am 1.11. war dann wieder dieser Schwall morgens. Also es ist immer morgens, wenn ihr lang liegt, dann kommt halt am Morgen dieser Schwall am Blut. Also am braunen Blut, wirklich, da ist nichts rot dran und ja, nehme natürlich noch weiterhin mein Progesteron. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Genau. Immer noch die 200 Milligramm. Und ja, habe jetzt seit diesem Zeitpunkt, also seit dem 29.10. oder seit dieser Woche eben, Schmierblutung. Und ja, ist halt nicht so lecker. Also ich, ne, also es ist halt ziemlich blöd, weil du bist. Also wenn du jetzt zum Beispiel lange Strecken läufst, weil ich darf jetzt schon wieder mehr machen, auch im Haushalt, ich darf jetzt auch wieder Finn nehmen und alles. Also ich hebe ihn natürlich jetzt nicht unbedingt, aber ich darf auf jeden Fall wieder mehr machen. Putz jetzt auch hier ganz viel und so. Konnte ich ja die letzten Wochen nicht. Da muss ich ja immer beobachten, wie viel Blut kommt, aber es kommt wirklich, es kommt gar nicht viel. Also es ist aushaltbar, aber was ein bisschen doof ist, ist halt einfach, dass wenn ich jetzt weiß, okay, ich gehe da und dahin, ich laufe da viel oder das sind viele fremde Leute. Man hat es halt nicht unter Kontrolle, ne? Und wenn dann halt so ein Schwall rauskommt, das ist halt nicht so geil. Also ja, das ist so ein bisschen eklig. Aber meine Frauenärztin ist guter Hoffnung und die sagt, dass die Schmierblutung eigentlich ein gutes Zeichen ist. 14 plus 2, also an dem Termin, an dem Freitag eben, haben wir vom Bauch geschallt und da habe ich wieder ein Bildchen bekommen. Das blende ich euch jetzt wieder ein. Und da sieht man das kleine Knöpfchen voll schön, so am Rücken, also die Rückenlage. Und das kleine Kind ist 10 cm und ganz normal entwickelt und immer noch der 27.04., ganz normal. Und da sieht man so Ansätze vom Hämatom, aber so richtig gut sieht man das jetzt nicht. Da hätte sie anders schallen müssen. Also ja, egal, auf jeden Fall ist das vom Bauch und da sieht das alles gar nicht so schlimm aus. Genau, und sie ist einfach guter Dinge, dass das Hämatom jetzt so langsam nach und nach abblutet. Und meine Frauenärztin hat aber auch gesagt, dass sie nicht glaubt, dass das Hämatom bis Ende der Schwangerschaft weg ist. Also sie vermutet, dass samt Plazenta das Hämatom dann mit rauskommt. Genau. Trotzdem darf man so ein Hämatom nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil so ein Hämatom kann einfach immer noch das Kind mitreißen und das kann noch ewig so gehen. Und gerade so ein großes Hämatom, weil es einfach immer noch nicht kleiner geworden. Also ich habe jetzt schon zweimal so einen Schwall. Also man denkt immer, es ist ein Riesenschwall, sagt meine Frauenärztin, aber vielleicht ist es ja gar nicht so viel. Ich weiß es nicht. Mir kam es schon viel vor. Aber am Hämatom hat sich, wie gesagt, nichts verändert. Aber meine Frauenärztin hat auch gesagt, dass so ein Hämatom aus verschiedenen Schichten und Lagen besteht. Und man das gar nicht so gut am Ultraschallgerät erkennen kann. Deswegen, sie glaubt schon, dass es in irgendeiner Art und Weise kleiner geworden ist, aber dass wir das halt einfach nicht so erkennen. Genau, und deswegen muss ich immer noch zweimal in der Woche, immer Anfang der Woche und Ende der Woche zum Frauenarzt.
Und ja, ich habe jetzt aktuell die 16. Woche erreicht und muss jetzt übermorgen wieder zum Frauenarzt und da wird dann wieder das Hämatom nachgeschaut und genau. Ja, zu meinen allgemeinen Anzeichen. Ich habe keine Übelkeit mehr, außer beim Autofahren. Das habe ich ja schon in meinem anderen Schwangerschaftsupdate angedeutet. Da übergebe ich mich leider immer. Also die ganze Zeit. Also vorher was essen ist keine gute Idee. Ich habe auch eine Schüssel im Auto und eine Tüte. Also ja, das ist noch ganz schlimm bei mir. Da bin ich ziemlich empfindlich. Und was ich auch noch sagen will, weil das habt ihr natürlich die letzten Wochen gar nicht so mitbekommen. Mein Bauch ist ziemlich gewachsen. Also wie gesagt, ich bin jetzt 16. Woche und ich finde, für die 16. Woche ist es ein wirklich großer Bauch. Also den Bauch, den ich jetzt habe, den habe ich beim Finn in der 20. Woche oder noch später. Aber das ist meistens beim zweiten Kind so. Ist jetzt auch schon die dritte Schwangerschaft, aber in der zweiten Schwangerschaft ist ja der Bauch jetzt nicht so gewachsen. Aber man sagt, dass es beim zweiten Kind einfach schneller geht. Es geht Kind für Kind immer schneller und genau. Den zeige ich euch jetzt auf jeden Fall. Ich habe auch wieder dieses Top an, was ich die letzten Schwangerschaftsupdates anhatte. Und vielleicht schaffe ich es, die sechste Schwangerschaftswoche neben die 16. jetzt zu schneiden, weil dann seht ihr mal so einen Unterschied, was so in 10 Wochen am Bauch passiert ist. Und ja, dann seid ihr jetzt aktuell up to date. Also ich berichte euch dann nächste Woche über die 16. Woche. Berichte euch natürlich auch wieder über meine ganzen Frauenarzttermine, die jetzt wieder anstehen wegen dem Hämatom, ob es irgendwie kleiner geworden ist, ob irgendwas wieder passiert ist, vorgefallen ist. Und wenn wieder kein Video kommt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass ich wieder im Krankenhaus liege. Und Babyartikel postet ganz viel immer von mir und teilt meine ganzen Posts auf Instagram und auf Facebook. Also ihr seid meistens über Facebook und auf Instagram seid ihr eigentlich immer up to date, was mit mir gerade eben so passiert. In meinem nächsten Video zeige ich euch auch so die ersten Teile, die ich fürs Baby gekauft habe. Und ich habe natürlich auch schon ein Stillkissen. Ich verlinke euch dieses Stillkissen auf jeden Fall jetzt schon mal unten in der Infobox. Ihr könnt euch es ja mal anschauen. Viele kennen es vielleicht auch schon von Finns Schwangerschaft. Und zwar ist es ein Dumu-Stillkissen. Ich finde, es gibt einfach nichts Besseres. Und diesen habe ich mich für ein grau-weißes entschieden. Und zwar findet ihr das auf der Babyartikel-Homepage. Könnt ihr mal unten draufklicken. Ich verlinke euch den Link, wie gesagt. Und ja, ich finde, es gibt kein besseres Stillkissen. Ihr könnt es auch mal Probe fühlen, wenn ihr in einem Laden seid, in einem Babyladen. Also jeder Babyladen hat eigentlich so ein Dumu. Und, aber ich würde euch, wie gesagt, empfehlen, dass ihr es online bestellt, weil es um einiges billiger ist als in einem Babygeschäft. Ja, wollte ich nur mal so anmerken. Und jetzt zeige ich euch meinen Bauch. So. Also, hier ist das Top, hier fängt der Bauch an und ich zeige euch den jetzt mal so, ja, meine tolle Mopshose und man sieht, also hier unten, das ist noch Fett vom Finn, aber, also hier oben, das ist richtig hart schon, das ist der Wahnsinn, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ja, hier oben, das ist richtig hart. Und da ist auch nichts mehr mit einziehen. Und ich finde, der macht schon so einen richtigen, runden Eindruck, wenn ihr das hier so seht. So, dann hoffe ich, euch hat mein Video gefallen und ihr seid jetzt wieder auf dem aktuellen Stand und freue mich ganz doll auf mein nächstes Schwangerschaftsupdate. Tschüss!